Heute haben wir eine ganz spezielle Ausgabe. Wir fahren gerade durch die Goldküste, wo die Nationalbank Zinsen erhöht hat. Grüezi und herzlich willkommen zu Andi Zeit. Heute haben wir eine ganz spezielle Ausgabe. Ich sitze im Ritchie Blue, unserem ID-Bus von der Regiobank Männendorf. Auch unseren 12. Mitarbeiter genannt. Er ist voll elektrisch, ein sehr nachhaltiges Fahrzeug. Der Ritchie Blue ist auch unsere Werbetafel von der Regiobank Männendorf. Wir fahren gerade durch die Goldküste, wo die Nationalbank Zinsen erhöht haben, von Negativzinsen mal auf Null, ist noch nicht viel passiert, was nachher auf 1,75 Euro sind, haben wir gefunden als Bank. Das ist jetzt der Scheibenwischer, dass ich den Scheibenwischer suche. So. Genau. Wir wollen etwas Innovatives, Neues lancieren und etwas von diesen Zinserhöhungen, die die SNB gemacht hat, auch unseren Kunden weitergeben. Wir sind dann auf die Idee gekommen, ein Sparkonto Goldküste zu lancieren. Das ist ein eigentlich ganz normales Sparkonto. Es hat aber zwei, drei Bedingungen, die man erfüllen muss, dass man so eins haben darf. Das ist zum einen, muss man an der Goldküste wohnen oder wenigstens am Pfannenstielgebiet. Und das zweite ist, das Geld sollte von einer anderen Bank zu uns kommen. Wenn man das erfüllt, kann man das Konto eröffnen. Sehr einen attraktiven Zins. Sehr attraktive Rückzugsmöglichkeiten, 30'000 Franken im Jahr. Und wenn man einen höheren Betrag braucht, dann muss man den auf 6 Monate künden. Aber wenn man etwas kauft, das mehr als 30'000 Franken kostet, dann weiss man das ja normalerweise ein halbes Jahr im Voraus. Das sollte eigentlich kein Problem sein. Wenn Sie die Bedingungen nicht erfüllen und nicht an der Goldküste wohnen, aber gleich noch ein bisschen Sparplatz haben auf einer anderen Bank, und etwas besser verzinst haben wollen, dann gibt es noch eine andere Möglichkeit, dann können Sie Aktionär von uns werden. Aber das erkläre ich dann noch in einem anderen Video. Ich bin jetzt unterwegs zu meinem nächsten Kundenbesuch. Ich freue mich riesig drauf. Und in dem Sinn wünsche ich Ihnen noch einen guten Rest und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.